Wie lief das Studium so vor dem Training ab? Wenig Zeit für Freizeit und alles andere privat. Was hast du schon selber im Vorjahr auch probiert, sag ich mal, um das ein wenig besser hinzubekommen? Ja, ich würde mal sagen, so die Klassiker. Also lerntechnisch halt auch wieder Zusammenfassungen. Aber ich habe halt gemerkt, um den Notendurchschnitt zu halten, reicht es nicht. Was hat sich jetzt getan? Also ich muss sagen, die Klausurenphasen sind deutlich entspannter geworden. Man kann sich Urlaub gönnen. Die Noten werden mit weniger Aufwand besser. Ist sehr hilfreich gewesen, das Training für mich. Ich sitze hier heute mit dem Sebastian, der ist jetzt schon einige Zeit, schon mehrere Monate bei uns im Training und wollen uns heute einmal anschauen, was er denn bei sich in seinem Maschinenbaustudium schon erreicht hat und wie das Training bei ihm so abgelaufen ist. Aber vielleicht, bevor ich groß schon was rede, stelle ich einmal kurz selbst vor. Hallo, mein Name ist Sebastian, bin 34 Jahre alt, mache Maschinenbaustudium im Fernstudium, nebenbei in einem Vollzeitjob und ja, bin so nur in der Ausbildung halt tätig. Geh mal vielleicht kurz am Anfang darauf ein, was war so deine Situation vor AeroUp? Also wie hat sich das im Studium angefühlt, so gerade neben dem Vollzeitstopp 40 Stunden, wie lief das Studium so vor dem Training ab? Also es war tatsächlich vor dem Studium relativ zeitaufwendig, muss ich sagen, beziehungsweise halt um die Noten zu halten, die ich ja, schon gut vorgelegt gehabt habe, war der Zeitaufwand relativ hoch. Also ich war ja, bin quasi von der Arbeit nach Hause, habe ein bisschen Pause gemacht und bin dann direkt an den Schreibtisch, sage ich jetzt mal, und bis abends dann gelernt und ja, habe mir dann wenig Zeit für Freizeit und alles andere Privates gehabt in dem Bereich. Okay. Was hast du schon selber im Vorjahr auch probiert, sag ich mal, um das ein wenig besser hinzubekommen? Also ich meine, gerade wenn du nebenher halt Vollzeit arbeitest, ist ja immer Zeit so ein großes Thema. Also hast du schon selber dich mal informiert, was war so deine Vorgehensweise? Ja, ich würde mal sagen, so die Klassiker. Also YouTube durchforstet nach Möglichkeiten, die es da gibt, das zu optimieren. Ansonsten, ja, lerntechnisch halt auch wieder Zusammenfassungen. Die klassischen Themen, sage ich jetzt mal, aus der Technikerschule schon, was ich da mitgenommen habe. Aber ich habe halt gemerkt, tatsächlich, um den ja, wie gesagt, Notendurchschnitt zu halten, reicht es nicht, über kurz oder lang. Also es musste da eine Veränderung her und dann bin ich eben einfach aufmerksam geworden. Und wie sahen so deine Noten oder auch die Klausurenphasen für dich davor aus? Also du hast ja im Fernstudium, du hast ja trotzdem Präsenzprüfungen, aber geh mal darauf ein, hast du dich sicher gefühlt schon, wenn du in die Prüfung gegangen bist? Konntest du da kontinuierlich deine Prüfung schreiben oder wie lief das generell ab? Also, wie gesagt, das war halt mit sehr viel Aufwand verbunden, das zu halten. Und ich muss tatsächlich sagen, seit dem Training bin ich auch in der Klausurenphase deutlich sicherer geworden. Also ich weiß, was ich kann, was ich mache. Ja, auch auf, sagen wir mal, schwierigere Aufgaben oder unbekannte Aufgaben, die jetzt noch nicht so aus den Altklausuren bekannt sind, kann man sich halt darauf einstellen, dass sowas in die Richtung kommt, beziehungsweise macht man sich halt schon im Vorfeld Gedanken, was denn da kommen könnte. Ich sage mal, natürlich ist eine Klausur immer ja, Überraschungsei, sage ich jetzt mal. Aber letztendlich ist deutlich leichter geworden und deutlich entspannter in der Zeit, jetzt, wo ich im Training bin. Okay. Sehr cool. Und was war dann konkret dein Ziel, mit dem du auch ins Training gekommen bist? Also gehen wir da noch drauf ein, was waren vielleicht die Top 1, 2, 3 Sachen, wo du gesagt hast, okay, das will ich jetzt wirklich für mich angehen? Also auch vielleicht notentechnisch mal konkret, wo du davor standst und was so dein Ziel war? Also notentechnisch war eigentlich schon recht gut. Ich habe mit Valentin dann eben auch darüber gesprochen gehabt. Ziel war halt deutlich, den Aufwand zu reduzieren für die Noten. Und wie gesagt, es war halt immer sehr zeitintensiv. Und das war halt der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann über kurz oder lang das nicht mehr halten. Die Noten nicht mehr halten. Und deshalb ja, habe ich mich dann dafür entschieden. Und wie kam das, wie hast du uns kennengelernt, also wie bist du auf uns aufmerksam geworden, was war da so deine Berührungspunkte? Anfangs natürlich über Instagram, was ihr gepostet habt, dann ein bisschen in YouTube, auch die Videos schon verfolgt und ich muss sagen, es war tatsächlich eine Klausur dabei, die nicht so toll lief. Das war dann eben der Auslöser zu sagen, ich melde mich an. Einfach um ja, die Noten zu halten,
beziehungsweise da halt dran zu arbeiten, dass das über das Studium, über die Dauer des Studiums nicht schlechter wird oder einfach das zu halten, beziehungsweise halt besser zu werden oder Strategien kennenzulernen, wie man das besser machen kann. Einfach nur mal so einen Input von außen zu bekommen. Ja. Okay. Und hattest du am Vorhinein Zweifel, ob das überhaupt so funktionieren kann mit dem Training? Also ich meine, es gibt ja viele draußen so, die sagen, ja, und mit meiner Lernmethode kommst du immer auf den perfekten Schnitt und hier kommen nur in die WhatsApp-Gruppe, so Porsche Cayman S-mäßig. Würdest du da sagen, du hattest da auch so Zweifel am Anfang, okay, wird das überhaupt so funktionieren, wie du da sprichst, oder wie sah das generell aus? Ja, ich würde mal sagen, am Anfang ist man immer bei solchen Sachen ein bisschen skeptisch, sag ich jetzt mal. Es ist auch nicht so, dass es funktioniert, wenn man sich nur auf Videos verlässt, sag ich jetzt mal. Also man muss schon selber dran arbeiten, was halt am Anfang Disziplin erfordert, sag ich jetzt mal. Sich in neue Sachen einzuarbeiten ist, ich sage jetzt mal, anstrengend in Anführungsstrichen, halt die altbekannten Wege zu verlassen in der Richtung. Aber für mich, muss ich persönlich sagen, hat es sich jetzt gelohnt. Also neue Wege zu gehen. Ja, ja, sehr cool. Aber wie gesagt, am Anfang natürlich, glaube ich, ist immer ein bisschen, wenn man was Neues macht, immer ein bisschen Skepsis mit dabei. Und was hat dich dann am Ende dann wirklich überzeugt, eine Zusammenarbeit einzugehen? Also vielleicht kannst du dich ja sogar noch zurückerinnern an die ersten Gespräche, also gehen wir da gerne noch drauf ein. Genau, also die ersten Gespräche habe ich mit Valentin dann gehabt. Ich habe mir dann auch empfohlen, wie gesagt, auch mal so Teilnehmerberichte alle anzuschauen, auch die vom Fernstudium, gerade die für mich halt relevant sind in dem Bereich. Und ja, letztendlich ist mir dann die Entscheidung eigentlich recht leicht gefallen, nochmal mit Feedback-Gesprächen, sage ich jetzt mal so, mit Gesprächen, mich für euch dann zu entscheiden in die Richtung. Sehr cool. Und dann kommen wir jetzt zur magischen Frage, was hat sich jetzt getan? Also gehen wir gerne vielleicht auf die, wir haben ja gerade eben auch schon drüber gesprochen, was waren vielleicht deine Top 1, 2 Sachen, wo du gesagt hast, okay, das hat sich jetzt wirklich verändert nach den Monaten im Training und jetzt sieht mein Studium eben auf diese Art und Weise anders aus. Also ich muss sagen, die Klausurenphasen sind entspannter geworden, deutlich entspannter geworden. Auch die Zeit dazwischen, da man sich einen klaren Plan macht, was man macht oder wann man was macht, sage ich jetzt mal, und die Zeit einplant bis zur Klausur, ist halt deutlich entspannter geworden. Man kann sich einmal einen Tag Ruhe gönnen oder Urlaub gönnen. Tatsächlich auch die Noten werden mit weniger Aufwand besser, beziehungsweise bleiben so konstant auf einem Level, wo ich sagen kann, ich bin mit mir selbst zufrieden. Ich bin mit mir zufrieden im Studium. Okay, sehr cool. Du hast ja auch schon mal erzählt, du hast so gerade am Anfang des Jahres auch mal privat eine schwierige Zeit, also wo du dann auch vielleicht nicht wusstest, mache ich mein Studium überhaupt weiter oder breche ich das vielleicht so auch ab? Also gehen wir vielleicht auch da drauf ein, da hast du ja auch intensiv gemeint, mit dem Valentin hast du da gesprochen, gehen wir da vielleicht drauf ein, also was waren da deine Überlegungen, das Studium abzubrechen und wo wir da, sag ich mal, dich da auch unterstützen konnten? Ja, generell denke ich, ist das Problem halt auch im Fernstudium, also bei mir jetzt zumindest, dass man halt relativ immer alleine ist in dem Bereich. Und ich sage mal, die regelmäßigen Calls zum Beispiel helfen halt auch zu sehen bei Problemen. Das gibt es auch bei anderen, man ist da nicht alleine. Und ich glaube, das zieht einen dann auch immer wieder aus so einem Tief raus. Und wie du schon gesagt hast, in der schwierigen Zeit Anfang des Jahres war mir Valentin eine große Hilfe, halt mindset-technisch, da weitermachen zu wollen, dranbleiben zu wollen, letztendlich für mich. Und halt dann auch Lösungen zu finden, wie ich mit dem Ganzen besser umgehen kann, wie ich das ins Studium einbauen kann, integrieren kann. Und da halt dann weiter am Ball bleibe. Und letztendlich hätte ich es tatsächlich mittlerweile bereut zu sagen, ich höre das Ganze, ich breche ab das Studium. Und da war dir wirklich eine große Hilfe. Und das, die regelmäßigen 1:1 sind halt auch so ein Thema, war wirklich gut funktioniert.
Super. So ein Training zu machen, was so an Lernstrategie geht. Ich meine, die meisten kennen vielleicht Nachhilfe, aber geh mal gerne auch drauf ein, so wie ist denn das Training aufgebaut, wie fühlt sich so ein Training überhaupt an, was sind da so deine Erfahrungen, vielleicht sagst du auch, okay, das habe ich mir vielleicht sogar anders vorgestellt und das ist jetzt anders gewesen, also geh vielleicht da mal ein bisschen drauf ein. Ja, also man hat halt, man bekommt sein Portfolio, sage ich mal, an Videos, sei es in Richtung persönliche Entwicklung oder eben halt eine Lernstrategie. Am Anfang ist, denke ich, die Lernstrategie der Punkt, der wahrscheinlich am meisten interessant ist für jeden. Einfach mal, um zu sehen, was kann ich anders machen? Also was konkret kann ich an dem, was ich bis jetzt mache, ändern, damit mein Aufwand weniger wird oder ich halt dann dementsprechend die Noten besser werden. Weil ich habe ja, oder bei den regelmäßigen Calls, kann man sich dann halt auch nochmal Tipps holen, wenn man was verändern kann, wenn man was besser macht. Und ja, wie gesagt, man sieht halt eigentlich nach relativ kurzer Zeit schon Fortschritt, dass das besser wird. Mhm. Aber man muss halt dranbleiben. Also das muss man sich selber dann schon auch die Disziplin mitbringen, dass man halt dann selber da dranbleibt, ja, an dem Ganzen. Weil ihr sagt ja auch, das Training ist keine Wunderpille. Und ja, man muss halt selber was machen, sag ich jetzt mal. Das ist entscheidend. Super, okay. Und auch generell so Themen Erreichbarkeit, also waren wir auch gut erreichbar? Also dass du sagst, hey, ich konnte meine Fragen immer loswerden, ich habe schnell eine Antwort bekommen oder wie war das im Training? Ja, also das war eigentlich immer gegeben. Wie gesagt, auch zwischendurch oder wenn mal irgendwo dringendes Thema war, war es eigentlich immer erreichbar, immer da. Und wie gesagt, auch die regelmäßigen Calls sind halt dann auch letztendlich nochmal solche Punkte oder solche Termine, wo man sehen kann oder auch von anderen nur lernen kann. Also wenn man jetzt von jemandem anderen, einem anderen Teilnehmer die Flowmap zum Beispiel sieht, dann denkt man so, Mensch, könnte ich eigentlich für mich auch so umsetzen. Mhm. Vielleicht fällt es mir dann auch noch einen Tick leichter, den Stoff zu verinnerlichen. Also das sind schon solche Punkte, Erreichbarkeit kann ich wirklich top. Super. Okay, und dann jetzt nochmal zusammenfassend, vielleicht auch noch mal sagen, du hast ja schon Live-Kurs angesprochen, du hast Videokurs angesprochen, was oder auch die Community, also die anderen Studenten auch, die bei uns drin sind, die auch alle Gas geben. Was würdest du noch sagen, was hat dir generell auch mal alles in allem so am Training am besten gefallen? Also tatsächlich, ja, die Community, der Zusammenhalt. Wenn mal was ist, dass man sich halt auch austauscht in den Calls. Ich habe auch zu einigen Teilnehmern, die bei mir so im Landkreis sind oder in der Umgebung sind, ein bisschen Kontakt, wo man halt dann sagt, du, wie baust denn du das auf? Oder ja, sind auch welche dabei, die eben Maschinenbau machen oder wie machst du das? Wie denkst du darüber und solche Sachen? Und das ist eigentlich so ein großer Pluspunkt. Also gerade für mich halt im Fernstudium, wie gesagt, ich bin meistens alleine, so die, ja, der Schreibtisch für mich und ja, alle anderen weit weg. Und das ist natürlich ein ganz großes Plus. Also da, sehr cool. Und da, wie gesagt, auch das Training, auch, wie gesagt, ihr seid immer erreichbar. Eigentlich passt rundherum alles. Also ich bin sehr zufrieden, wie gesagt. Okay, super. Dann vielleicht als letzte zusammenfassende Frage nochmal, was würdest du jetzt sagen, jetzt auch nach dem Training, wie hat sich jetzt generell mit dem Fernstudium, mit der Arbeit nebenher, mit auch zu wissen, wo es nach dem Studium lang geht, weil du hattest ja davor auch, ich glaube, das hast du gar nicht erwähnt, aber du hast ja davor einen Techniker gemacht und dann gesagt, hey, ich komme ohne Studium nicht so wirklich weiter an die Stellen, wo ich hin möchte und mache deswegen das Studium. All diese Sachen kombiniert, was würdest du jetzt sagen nach dem Training, wie hat sich jetzt das Leben dadurch verändert bei dir? Also die Klausurenphasen sind deutlich entspannter geworden. Was du schon angesprochen gehabt hast, das Studium ist bei mir so, ja, der nächste Step, einfach um ein bisschen höher zu kommen nach einer Ausbildung, nach der Technikerausbildung, nochmal eine Stufe draufzusetzen, in Positionen zu kommen, wenn man so vielleicht mit dem Techniker oder bestimmt mit dem Techniker nicht hinkommen kann. Ist so der Schritt, der nächste Schritt jetzt hat und es hat sich deutlich verbessert. Wie gesagt, ich habe mehr Freizeit in dem Bereich. Ich gehe entspannter in die Klausuren. Wenn Notfall ist, teilweise sind halt auch Freunde irgendwie eingenommen von Umfeld. Man kann mal mit dem Außenstehenden sprechen, wie der das Ganze sieht und halt eben dann Tipps geben, wie man damit umgehen kann.
glaube ich, ist für jeden im Studium. Ab und zu gibt es schwierige Situationen, auch zu Hause mal. Ja. Betrifft wahrscheinlich nicht nur das Fernstudium, auch Vollzeit. Aber grundsätzlich, man kann mit jedem reden, es ist immer jemand da für einen, wenn man irgendwas hat. Und klappt auch kurzfristig. Genauso, wie gesagt, wärmstens zu empfehlen, das Ganze. Okay. Das ist auch eine gute Überleitung für die letzte Frage. Was würdest du jetzt sagen, welche Art von Studenten würdest du das Ganze empfehlen, also in welchen Situationen? Wenn man Probleme hat in der Klausurenphase, Prüfungsphase, wenn es da recht stressig wird. Auch ich kenne es von meinen Kommilitonen, es wird gewartet bis 2 Wochen vor der Prüfung, dann schnell. Ja, ja. Ist bei uns auch Thema, auch im Fernstudium. Aber grundsätzlich, wenn man einen strukturierten Lernplan haben möchte, das umsetzen will, das ist ein wichtiger Punkt. Und eben ja, auch sich regelmäßig Feedback holen möchte zu dem, was man macht, dass man damit wächst, sowas, da würde ich das total empfehlen. Und wie gesagt, auch für persönliche Sachen, wenn man sich da weiterentwickeln will, ist sehr hilfreich gewesen, das Training für mich. Und dann letzte abschließende Frage, was würdest du den Studenten mitgeben, die sich jetzt vielleicht gerade überlegen, okay, soll ich mich mal bei AeroUp melden, einfach mal gucken, was die so anbieten, was würdest du denen mitgeben, die jetzt da gerade noch so überlegen, ob sie sich mal eintragen sollen? Ich würde mich auf alle Fälle eintragen. Ich sage mal so, nein, kann man immer wieder sagen. Wenn man davon dann noch mehr überzeugt ist nach dem ersten Gespräch, denke ich, würde ich es machen. Aber wie gesagt, ich würde mich, wenn ich nochmal die Entscheidung treffen müsste, würde ich mich definitiv wieder dafür entscheiden, das zu machen. Okay, sehr cool. Also vielleicht hast du jetzt auch schon ein paar Erfahrungen dir angeguckt oder vielleicht auch bist du selber Maschinenbauer im Fernstudium. Trag dich, wie gesagt, gerne einfach mal ein unter dem Video für eine Lernanalyse bei uns. Da kommen wir mal ins Gespräch, schauen uns deine Situation an und vielleicht hast du dann auch bald so Ergebnisse wie der Sebastian hier.